Du hast einen Tag Präsenzunterricht? Oje, der ist jetzt online. Ich habe einen Vorschlag, wie du einen Tag am Bildschirm easy strukturieren kannst. Das Wichtigste ist, du hast nur 20 Minuten Häppchen. Immer. Danach brauchst du spätestens einen Methodenwechsel oder ein Einhorn. Ich habe mir sechs Elemente, also Methoden, ausgesucht, die ich einsetze. Natürlich gibt es sehr viel mehr. Erstens Präsentationen. Zweitens Plenum. Drittens Breakout Rooms. Und dann noch drei kleinere, freudvolle Elemente. Viertens Assessments. Fünftens Highlights. Das ist mein Einhorn. Sechstens Kultur. Ich habe 7 Stunden Unterrichtszeit zugrunde gelegt. In Minuten sind das 420 Minuten. Wenn du jede Stunde 10 Minuten Pause machst, bleiben dir 350 Minuten zum Lehren. Den schwergewichtigen Elementen gebe ich jeweils 85 Minuten. Präsentationen. Diese setze ich höchstens 20 Minuten pro Stunde ein. Dann kann ich das viermal am Tag machen. Mehr Frontalunterricht am Screen ist wirklich eine Zumutung. Insgesamt am Tag 85 Minuten. Hey, du hast aufgepasst und fragst dich, wo sind die 5 Minuten? Das sind die verbummelten Minuten bei den Screenwechseln. Im Plenum verbringe ich mit den Studierenden ebenfalls 20 Minuten. Das ist reine Kamerazeit. Alle sehen sich und tauschen sich aus. Hier entsteht echter Mehrwert. Insgesamt komme ich auf 85 Minuten über den Tag verteilt. Breakout Rooms. Hier finden die Gruppenarbeiten statt, mit anschließender Präsentation. Ich schlage euch vor, das zweimal am Tag zu machen. Wieder in 20 Minuten Häppchen und anschließend 20 Minuten präsentieren. Achtung, was offline funktioniert, ist online kaum möglich. Wir können nicht alle Gruppen präsentieren lassen. Die Leute hängen ab. Ich komme wieder auf 85 Minuten pro Tag. Es bleiben 95 Minuten für die kleinteiligen Elemente. Diese kannst du im Laufe des Tages einstreuen. Assessments helfen, die Lernfortschritte zu kontrollieren und zu festigen. Ich minimiere hier aber die Tools, damit ich die kognitiven Fähigkeiten nicht unnötig belaste. Dennoch mixe ich zwischen Umfragen und Notizen, auf die alle Zugriff haben. Am Ende vom Tag erstellen wir immer ein gemeinsames Lernplakat. Ich investiere im Laufe vom Tag dafür 45 Minuten. Das Highlight ist mein Einhorn. Das ist immer eine Überraschung, die ich im Vorfeld nicht ankündige. Das kann ein Gast, eine Spezialistin oder ein cooler Film sein. Oder auch ein Ortswechsel. Wieso nicht mal einen Podcast hören und alle gehen kurz spazieren damit? Das Highlight ist mir 30 Minuten wert. Oft plane ich das in der Mitte vom Tag. Bleibt die Kultur, aber hoffentlich nicht auf der Strecke. Für Kultur, persönliche Geschichten oder auch mal nachfragen, wie es Einzelnen geht, das tue ich im Chat. Dafür reserviere ich 20 Minuten, obwohl ich ehrlich gesagt gern mehr Zeit dafür hätte. Rechnen wir nochmal zusammen. Präsentation 85, Plenum 85, Breakout 85, Highlight 30 Minuten, Assessments 45 Minuten und Kultur 20 Minuten. Du hast also jetzt 420 Minuten verplant, Pausen eingeplant und ich hoffe, du rockst das Klassenzimmer ebenso, wie du es offline tust.